Hallo und herzlich willkommen zur... Ey. Ja, gar nicht da. Zur nächsten Folge auf der Provence, dem Classic-Projekt auf der Provence-Map. Hallo. Hallo. So, und jetzt muss ich dir fast nochmal einen Rüffel erteilen und dich wieder wegschicken. Okay, tschüss. Wie willst du bitte die Ballen aufladen? Ich kann das eh nicht so gut. Außerdem wollte ich den einfach mal wegkriegen. Achso, willst du dann pressen? Ich presse so lange und wenn du wieder da bist, dann können wir ja tauschen. Das machen wir so. Also Bahnpresse erst auftappen. Ja, Moment hier, alter Mann, das kann geht so. Anschauen los. Ja, schon weg. Danke. So. Dann pressen wir mal ein paar Strohballen. Nee. Und gucken mal. Presste. Die uns was bringen. Oh, eine Reihe, ein Ballen. Das ist schon mal gut. Ja, am Anfang ist es ja erstmal. Dann bringen wir ein paar Bällchen raus. Ich muss sagen, der Fendt ist nicht ganz so optimal dafür geeignet mit seiner Pflegebereifung und seinem Gewicht. Der Fiat, genau. Ich war mit Fendt und Fiat und Ford und... Und Deutz. Ja. So. So, und dann müssen wir gucken, dass wir heute auch noch nach den Tierchen schauen, ja? Ja. Und das Farmhaus. Das Farmhaus, stimmt. Willst du das gerade mal irgendwo platzieren? Ja. Vielleicht, wenn es klappt, hinter... beim Fahrsilo? Neben dem Silo. Achso, nee, neben Silo oben am Hof. Wo es ein bisschen zentraler steht, aber ich glaube, da ist alles voll, da darf nichts platzieren. Man könnte es genau in die Mitte stellen, aber es wäre ja kontraproduktiv. Hä? Voll. Lol, jetzt kam da noch ein Grasballen raus. Mittendrin? Ja, weil am Anfang noch Gras mit in der Presse war. Ja, das ist normal. Ich stelle es beim Grasbilo hin. Okay. Dann könntest du auch gleich mal schlafen bis, warte mal, 3 Stunden, 9 Stunden. 9 Stunden. Ja. Okay. Ich hoffe mal, dass der Traktor jetzt nicht irgendwo in den Bach fährt. Okay. So, weil wir haben einfach keinen Bock. Wir wollen hier jetzt nicht unbedingt in der Nacht in der Dunkelheit. Genau, spielen. Zumal wir ja letzte Folge hier vollends abgeerntet hatten und wir dadurch keinen Ernteverlust haben. Jetzt wäre es nur interessant, guckst du mal nach Feld 7, ob das schon, das müsste erntereif sein. Gucke. Ja, in der ersten Stufe. Okay, dann haben wir da noch Zeit. So, heute auch wieder ohne Mikado, morgen eventuell mit Mikado. Das wäre gut, wenn wir uns immer wieder zu dritt, dann können wir wieder mehr schaffen. So, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, so 13, 14 Ballen könnten wir kriegen. Jetzt komme ich zum Feld. Jo. Schon fast fertig mit Pressen, hey. Bei den Frontlader mitnehmen. Sehr gut. Der wäre notwendig, ja.
Hätte ich jetzt fast vergessen. Zwei Bahnen habe ich noch. Oh. Geht halt auf Zack hier, ja. Wir müssen Gas geben hier. Und mit den kleinen Maschinen noch ein bisschen rum, ein bisschen Pause machen. Kommen wir gar nicht vom Fleck. Kommen wir eh schon nicht so gut. Ne, deshalb, also. Wobei das Pressen ging jetzt wirklich flott. Sind ja auch zusammengeschwartet über. Ja, zum Glück. Also es war, glaube ich, eine gute Idee, dass wir das gemacht haben. Ja, eine sehr gute Idee. So, dann bin ich fertig. Wollen wir dann gerade tauschen? Ja. Servus und tschüss. Super aus. Was brauchen wir hier dann? Müssen wir das pflügen? Müssen wir das pflügen? Ja, ne? Ah, wir wollten pflügen. Damit wir die Ränder ordentlich haben. Dann müsstest du. Ah, ne, oben steht der Pflug. Vielleicht dann mit dem John Deere kommen. Mit dem Pflug. Ja. John Deere und dann hier Pflug passt. Ans Aufladen machen. Habe ich euch ja in der dritten oder vierten Folge gezeigt, dass ich das ganz gut kann. Ja. Yep. Mikado ist auch gut, aber langsam. Ja, ich habe halt dann immer zwei Ballen auf einmal genommen. Zeit ist Geld. Und Geld ist Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, wie hatte ich einen. Wir hatten quer nebeneinander, glaube ich. Wie bitte? Brauche ich den Fiat dann noch oder? Nee. Die Ballen kriege ich mit dem hier weg. Der kann ja am Gewicht hinten noch was anhängen. Dann hier. Der Jim Deere ist echt alt an. Ja. Gelbes Licht. Jetzt backt der Ballen wieder rum. Der rutscht dann manchmal auf der Gabel rum. Wenn du nicht ganz hinten hast. Das ist blöd. Der Traktor hat ja nur minimal Überbreite. Ja. Und der Flug auch. Ja, aber ich glaube mit dem anderen Flug, da wollte es nicht unbedingt pflügen. Das, wie viele Meter hat er denn? Zwei. 2,8. Ja. Meine, der Chisel Flow, der hat da wenigstens na gut. Schlimm ein bisschen ist Arbeitsbreite. Na gut. So schlimm ist es auch nicht mit den 3,8 Metern.
vier Ballen sitzen. Dann flüge ich einmal außen rum erstmal. Ja. Oder? Ich weiß nicht, ob ich so schnell bin. Ja gut, ist ja nicht schön. So, den Grasballen würde ich am Ende gerne einfach mit auf die Gabel mitnehmen. Dass der nicht zwischen den Strohballen liegt. Wie gesagt, das habe ich beim Ballenverladen damals auch schon gesagt. Da braucht man ein bisschen Konzentration. Sonst wird es nichts. Deshalb verzeiht mir, wenn ich nicht so viel rede gerade. Wenn man Landwirtschaft macht, dann ist es generell anstrengend. Und braucht man auch viel Konzentration. So, was haben wir denn noch? 2, 4, 6 Ballen. Dann würde ich sagen, machen wir mal wieder einen hohen Turm an Ballen. Nicht, dass er schon wieder umkippt. Nee. Yeah. Du hast ja damals eigentlich auch bis zum Hof geschafft und dann auf den letzten 2 Metern bist du gekippt. Das war aber auch, weil es ein bisschen geleckt hat. Hallo, ich wollte dich abladen. Bleib mal hier. Ey. Der Ballen, den habe ich einfach schlecht aufgeladen hier. Den habe ich nicht in der Mitte genommen. Mit dem Flügen kommt man gut voran, ja? Ja. Schnell vor allem. Ja. Kaffeepause. So. Ja, die liegen halt alle im Weg. Vielleicht erstmal so vor mir machen. Oder so. Ups. Eins nach dem anderen. Bin doch schon unterwegs. Gut. So, sehen Sie. Zack, zack. Ups. Weiter geht's.
Zwar diesmal müssen wir nicht mal so hoch beladen, weil wir haben ein paar Ballen weniger. Vier Stück. Kreis für sie wird immer enger. Ja, ja, ich werde rechtzeitig entfliehen. Das hoffe ich mal für sie. Na, wobei. Nächste Runde. Also eine kriegst du, eine ist noch kein Problem. Die danach, die wird eng. Nicht nur eng, besonders eng. Aber das motiviert mich nur. Das wird eine enge Kiste. War sehr eng. Einen habe ich noch. Ob sie das noch rechtzeitig schaffen, mag ich zu bezweifeln. Nein! Oh, ist der Ball in Runde gefallen. Oh. Hätte gepasst, dann hätte es wahrscheinlich gereicht. So, easy. Haust du nicht um, gell? Sind noch nicht festgemacht. So, dann fahre ich den Grasball. Übrigens, da hinten sind noch ein paar Flecken, ja? Also. Ja, den mache ich gleich. So, einmal ankuppeln wäre auch schön. Das muss man selber machen. So. Ja. Warte mal. Stopp. So. Ein Kabel für ein. Oh, ja, wir müssen schon ein bisschen aufpassen hier. Allzu schnell sollte man nicht in die Ecken. Das war auch mein Problem. Als die Grasbeine umgefallen sind. Ich bin nicht so schnell um die Kurve gefahren. So, aber das war eine erfolgreiche Folge. Auf jeden Fall. So, ein bisschen langsamer hier. Nein, 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 nein. Wie war das? Lobe den Abend nicht vor dem Morgen. Den Morgen nicht vor dem Abend. Ja. Umgekippt. Etwas. Etwas belastend. Komm, 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 stell dich wieder hin. Ja, ja, komm. Könnt ihr noch meine Hilfe anbieten? Nee, der muss selber. Er sollte selber. Ich glaube, ich kriege mich alleine hin. Ja, ich kann auch kurz den Ballen wegmachen. Zwei Kurven vor der Heimat. Das ist ärgerlich. Ich sehe schon kommen, dass gleich der Ford auch auf der Seite liegt. Nee. Uiuiui. Gut, aber das soll es gewesen sein von der heutigen Folge vom Projekt Classic auf dem Zwei auf der
Provence. Vielen Dank an die Tiger Farm, dass an den Tiger Farm, dass er dabei war. Und ja. Bis morgen. Ciao. Bis morgen. Ciao.